Servus und grüß euch zu einer weiteren Modvorstellung hier auf meinem Kanal. Heute die DR-Baureihe E16. Der Mod ist wieder aus der Modwerkstatt von Bendian. Den Link kriegt ihr natürlich wieder eben wie immer in der Videobeschreibung mit eingetragen. Die Lokomotive wurde anfangs mit der Bezeichnung Bayerische ES1 ausgeliefert, wurde dann in den Baureihenschemas umgeändert, einmal auf die DR-Baureihe E16 und dann auf die DB-Baureihe 116. Dieser Mod hat 5 Lokomotiven drinnen, die ich hier mal im Betriebsgelände aufgebaut habe, auf diesem Abstellgleisen hier. Die Karte ist vom User Hauptwerkmeister aus dem Forum, die er mir zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür. Auch die Fahrsequenzen danach werden wir hier auf der Karte sehen. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns die Lokomotive hier mal an. Wie gesagt, hier ist die ES1 noch in dieser braunen Lackierung mit der Nummer 210-01 noch dazu. Das Spezielle an der E16 werden wir jetzt dann gleich sehen, wenn wir auf die andere Seite sehen. Hier sieht man die ganz normalen Treibräder unten am Laufwerk. Das Spezielle an dieser E16-Baureihe ist, dass sie den sogenannten Buchli-Antrieb besitzt. Das ist ein hochliegender Motor, der über ein im Rahmen gelagertes Großrad die Achsen antreibt. Das sehen wir hier auf der Seite. Man sieht also hier diese Verkleidungen und alles dieses Antriebes. Deswegen ist das unten halt auch alles asymmetrisch aufgebaut. Wie gesagt, hier sieht man eben diesen Buchli-Antrieb. Und auf der anderen Seite sehen wir hier die ganz normalen Treibräder der Lokomotive. Ist also die einzige deutsche Lokomotive, die diesen Antrieb besitzt. Die Lokomotiven oder der Antrieb wurde mehr in der Schweiz und in Frankreich verbaut. Die kennen wir ja auch aus einer der Vanilla-Lokomotiven hier aus Transportfieber, die auch diesen Buchli-Antrieb besitzt. So, hier haben wir dann noch den Rest der schönen Lokomotive, hier wieder mit den Führerständen mit V und H bezeichnet für vorne und hinten. Die Scherenstromabnehmer sind mit einem einzelnen Schleifstück ausgerüstet, wie wir hier sehen. Da sind wir da einmal mit beiden gehobenen Stromabnehmern gefahren hier. Da sieht man dann noch die ganzen Isolatoren und die Kabel oben, die Leitungen oben auf dem Dach. Plus die üblichen Trittbretter, dass eben bei Wartungen hier oben auch auf der Lok entlang gegangen werden konnte und nicht eben auf dem Dachblech rundum gestiegen worden ist. Sehen wir dann auch noch die, schauen wir mal kurz in den Führerstand rein. Hier sehen wir auch die Ausmodellierung des Führerstandes mit den Bedienhebeln, mit dem Handrad. Hier sieht man noch beim Fenster rein so die Manometer. Vermutlich mal für die ganzen Bremsanzeigen und so weiter. Ja, auch wieder der Stecker für die Zugsammelschiene. Auf der Seite sehen wir so angedeutete Kühlleitungen. Werden wahrscheinlich für die Kühlungen des Öls sein. Hier steht man dann auch noch mit Deutsche Reichsbahn Bayern beschriftet. Die Platte, die hier auf der Seite aufgebracht ist. Dann haben wir hier den rückwärtigen Führerstand. Dann kommen wir weiter zu den weiteren Modellen hier aus dem Mod. Hier in dieser grauen, silbergrauen Lackierung der Deutschen Reichsbahn, die E1606. Mit dem Aufdruck dann für das Betriebswerk München. Auf der Vorderseite dann in Fahrtrichtung die Spitzenlichter dann eingeschaltet.
hinteren Führerstand dann die Rückleuchten in Rot. Dann haben wir hier noch das Modell der E1608 in Grün lackiert, oder Flaschengrün müsste das dann sein. Hier auch noch mit den Bezeichnungen eben H und V der beiden Führerstände. Antriebsart des Buchli-Antriebes zu erkennen auf der anderen Seite. So, und dann haben wir noch die beiden etwas neueren Modelle, die E1622, hier schon mit der Beschriftung der Deutschen Bundesbahn. Ob das dann schon in Chromoxidgrün ist, ob das dann schon Umlackierung ist dieser Lokomotive. Auch hier noch mit den Führerständen in der Beschriftung V und H. Und zu guter Letzt noch die 116-22-2. Hier schon mit der neuen Bezeichnung, mit dem DB-Logo, mit dem DB-Keks. Und die Führerstände sind dann schon auf die Nummern umgestellt worden, also hier mit 1 und 2 zu erkennen, wie wir sie aus der ganzen Neuzeit dann auch schon kennen. Hier ist das Laufwerk dann in Schwarz auch lackiert und ausgeführt. Direkt im Schauen bei den anderen, habe ich jetzt gar nicht genau geschaut. Die anderen Modelle haben alle noch dann diese, da haben wir noch die ES1 hat es in Rot, genauso wie unsere E16 hier hinten hat ein roter Treibräder. Unsere E16 und 6 hat auch ein schwarzes Laufwerk und die E1608 und wieder ein rotes. Also auch hier ein bisschen andere Farbgebung und Farbschemas. Und hier haben wir dann eben noch die 116-22-2. So, dann werfen wir noch mal einen kleinen Blick ins Depot, wo wir die Lokomotiven finden. Züge kaufen, dann Lokomotiven elektrisch natürlich. Ich muss hier mal ein bisschen weiter nach unten scrollen, da hier schon ein Haufen Lokomotiven eingeschaltet sind in der Modliste. Und dann haben wir eben hier als erstes die bayerische ES1 210-01 in Braun. Die technischen Daten der Lokomotive sind Höchstgeschwindigkeit 120 km/h, ein Gewicht von 110 Tonnen. Eine Leistung von 2020 Kilowatt und eine Zugkraft von 585 Kilonewton. Die Lebensdauer im Spiel ist da 50 Jahre festgesetzt und die Lokomotive ist eigentlich oder ist als Schnellzuglokomotive konzipiert gewesen. Und wenn wir jetzt ein bisschen hier weiter runter scrollen in der Liste, finden wir dann unsere anderen vier Modelle hier. Einmal die E1606 in Grau, der Deutschen Reichsbahngesellschaft, dann einmal die E1608 in Grün der Deutschen Reichsbahngesellschaft, dann haben wir hier die E1616-22-2 der DB und die E1622 der DB. Und also wir sehen an den technischen Daten über die Zeiträume bei den Loks ändert sich nichts, die sind also alle gleich. Und hier haben wir eben auch nochmal die kurze Beschreibung der Lokomotive mit diesem Buchli-Antrieb. Und wie schon gesagt, hier steht eh drunter auch, dass der Buchli-Antrieb eben mehr in der Schweiz und Frankreich verbreitet war. Und wenn wir hier mal ein bisschen weiter höher schauen in der Liste, habe ich ja vorhin mal kurz im Video erwähnt, den Buchli-Antrieb kennen wir ja aus der Vanilla-Lokomotive, die im Spiel enthalten ist, und zwar aus der AE4-7.
Hier steht es auch noch wieder, langlebige Schweizer Universallokomotive mit Buchli-Antrieb. Das ist ja die, die schon im Vanilla-Game enthalten ist bei Transportfieber. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns doch einen netten Kommentar hier, also Bändchen und mir vielleicht hier unter dem Video, in der Videobeschreibung, wie euch die Mod-Vorstellung und der Mod so gefällt. Wie gesagt, veröffentlicht wird der Mod als erstes in der Mod-Werkstatt werden und dann auf Steam. Die Links trage ich euch in der Videobeschreibung mit ein. Es folgen jetzt noch ein paar kleine Fahrsequenzen und Fahraufnahmen hier auf dieser Map vom Hauptwerkmeister. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns zu einem meiner nächsten Videos hier auf meinem Kanal wiedersehen würden. Und bis dahin sagt euch der Maverick alles Liebe und Gute. Servus!